Papo, steh auf. Du hast schon lange genug im Selbstmitleid gebadet. Es wird Zeit, dass du dich zusammenreißt und dein Leben wieder in den Griff bekommst. Ey, Paul, hast du das schon von dem plötzlichen Tod mitbekommen? Ja, voll schlimm, dass er schon so früh gestorben ist. Los, Papo, es wird Zeit für den Unterricht. Und seine Familie hat's immer noch nicht verkraftet. Okay, aber Ork, ich komme. Hey, Papo, wie geht's dir denn? Hey, Mia, mir geht's gut. Okay, das freut mich, Papo. Was soll denn sein? Komm, der Unterricht geht los. So, heute setze ich mich aber wieder auf meinen Platz. Nein, Felix, da sitzt Aberog. Papo, du bist doch ein Spinner. Mensch, Felix, lass Papo in Ruhe. Der hat's gerade nicht einfach. Papo, ich muss mit dir reden. Kommst du nach dem Unterricht bitte zu mir? Weißt du, was der von mir will? Nee, keine Ahnung. Hallo, Herr Meier, ich bin da. Was gibt's denn? Papo, hast du schon von dem spontanen Todesfall gehört? Ja, ich weiß gar nicht, was los ist. Doch, das weißt du sehr wohl. Und du musst loslassen. Hä, was meinen sie denn? Papo, dein Zwillingsbruder Aberog ist gestorben. Das stimmt doch gar nicht. Aberog ist immer bei mir. Aberog ist tot.